Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Ich befinde mich heute mal auf Westbound Real Life. Wie unser System erkannt hat, hast du noch keinen Account. Du kannst dich nun bei uns registrieren. Ich registriere mich mal. Sieht man mein Passwort? Natürlich, das wieder abdecken. Aber diesmal vergesse ich es aber auch nicht. So, ganz schnell eingeben, weil die Musik ist bestimmt nicht GEMA-frei. Du hast mindestens 6 Zeichen haben, hat es doch. Ja, okay. So. Westbound Gaming, Real Life, Carball oder Secret? Na, ich gehe mal am besten zu Real Life. Da sind gerade 15 von 84 drauf. So, der richtige Sound. Hallo, Basti, der Gamer. Dies ist der Start des Tutorials. Um eine bestmögliche Qualität zu erzeugen, dreh bitte deinen Radiosound auf. Dafür hast du nun 40 Sekunden Zeit. Das ist halt ein bisschen blöd, weil, sonst wird das Video gesperrt. Also, tut mir auch recht leid. Aber ich möchte keinen Stress mit der GEMA bekommen. Und, ja. Also auf jeden Fall, es tut mir halt richtig leid jetzt, dass ich den Sound nicht so anmachen kann, aber ich möchte einfach keinen Stress mit der GEMA bekommen. Und ich sehe jetzt schon, die Uhrzeit ist falsch. Wir haben es gerade 11:35. Herzlich willkommen bei der GameMP. Dies ist das Tutorial von Westbound Real Life. Wir weisen dich nun in alles Wichtige ein. Lies dir alles gut durch. Sehr schön. Werde ich machen. Hier ist der Los Santos CV Spawn. Hier wirst du spawnen, solange du kein Haus hast. Miete dich am besten in ein Hotel ein. Ist das nicht der Spawn von Virtual Real Life? Das war doch der Spawn, oder? Von Virtual Real Life. Aber ich habe halt auch da gesagt, dass mir das Spawn richtig bekannt vorkam. Und zwar von Westbound. Stadthalle, Arbeitsamt. Hier ist die Los Santos Stadthalle. Hier befindet sich auch das Arbeitsamt. Nutzt du in der Stadthalle, am Dresen ist der Stadthalle. Du kannst diese auch ausrauben. Oh, sehr schön. Ja, Autohäuser. Oder Autohauser. Hier ist das Los Santos Autohaus. Hier kannst du dir einen Mittelklassewagen kaufen. Es gibt aber noch mehrere Autohäuser. Diese werden wir dir nun zeigen. Umlaute sind in Texturhaus. Nicht möglich, nicht wundern. Ah, okay. Da hätte man aber wenigstens A, A, E, U, E und so. Autohäuser. Hier ist das Los Santos Police... Los Santos Gebrauchtwagen-Autohaus. Hier kannst du dir einen Gebrauchtwagen kaufen. Es gibt aber noch das Luxus-Autohaus. Dieses werden wir dir nun zeigen. Okay. Hier ist das San Fierro Luxus-Autohaus. Hier kannst du dir ein Luxus-Auto kaufen. So ein Fahrzeug benötigt jedoch viel Geld. Das heißt, dass du wohl arbeiten gehen musst. Na, das musst du auch schon nächste Woche. Schulische Aktivität, Bravo-Praktikum. Dazu werde ich dann in ein paar Minuten auch mal was sagen, wenn das Tutorial zu Ende ist. Hier ist der Burger Shot Nord. Hier kannst du Nahrung zu dir nehmen. Du kannst auch den Drive-In benutzen. Benutzten, oder so wie es da steht. Dies geht schneller als an den Tresen zu gehen. Meistens treffen sich ja auch Spieler. Sehr schön. Hier ist das San Andreas Police Department. Die Angestellten hier sind gut ausgebildete Polizisten. Um dort reinzukommen, musst du dich im Forum bewerben. Okay. Arschhead Abuse. Sehr schön. Die Bank. Hier ist die Los Santos Bank. Hier kannst du viele verschiedene Dinge machen. Du kannst jede Bank bei uns ausrauben. Excuse you? Nein, danke. So, ich habe diesmal nicht vergessen, den Timer zu stellen. Ich habe den genau in dem Moment, wo ich die Aufnahme begonnen habe, gestartet. Hier ist die Fahrschule. Hier kannst du den Autoschein machen. Melde dich dazu bei einem Leader. Bei einem Lehrer. Nicht bei einem Leader. Man sieht es ja aber auch schon an Timestamp, dass es kurz nach 11:30 ist. Hier ist eine von vielen Tankstellen. Dein Auto kannst du hier per Setfill tanken. Per GetFuel kannst du dir einen Kanister kaufen. Diesen kannst du per Fillcar nutzen. Ich lese alles so vor, wie es da auch steht.
Wieso kommt mir jetzt hier nicht mit, du kannst nicht lesen. Zollstation, hier ist einer von vielen Zollstationen. Diesen kannst du per CS-Zoll öffnen. Die Polizei kann diesen schließen. Ja, hier haben sie OE benutzt, aber bei Autohäusern haben sie kein AE benutzt. Safeboxen, hier ist eine von vielen Safeboxen. Hier kannst du Sachen per Slash reinlegen. Per rausnehmen kannst du sie wieder rausnehmen. Okay. So, 5 Minuten sind vergangen. Viele Immobilien. Hier ist eines von vielen Immobilien. In Los Angeles gibt es sehr viele davon. Du brauchst viel Geld, um dir ein Haus zu kaufen. Das braucht man auch in Real Life. Ich finde es gerade auch ein bisschen krass, wie draußen die Lampe jetzt aber auf einmal aus ist, obwohl die immer an ist. Alcatraz, hier ist das Alcatraz. Hier landen alle mit über 10 Wanted. Du kannst mit Werkzeug hier ausbrechen. Und da läuft einer. Mit über 10 Wanted? Ist doch viel zu wenig. Abschluss. Wir hoffen, dir hat die kleine Einführung gefallen. Sollst du noch Fragen haben, nutze Slash Sub. Wir wünschen dir viel Spaß auf dem Server. Okay, ich glaube, ich werde erwartet, falls ich da jetzt spawnen sollte. Nein, ich spawn hier. Willkommen auf Westbound Real Life. Du musst nur ein kleines Praxis-Tutorial durchspielen. Dies muss jeder Spieler spielen. Hol dir zunächst einen Roller. Und wieso ist das jetzt zweimal aufgetaucht? Slash Lobby. Ah ne, da komme ich an die Lobby. Rentroller. Da. Ich habe einen Anti-Spawn-Kill. Rentroller. Willkommen Neuling. Wir freuen uns, dich auf diesen Server begrüßen zu dürfen. Nutz N, um deinen Motor zu starten oder zu stoppen. Falls du Hilfe benötigst, zögere nicht, selbst Subtext zu nutzen. Wir wünschen dir viel Spaß auf diesem Server. Immer N drücken. Willkommen im Tutorial. Fahre erstmal zur Stadthalle und beantrage ein Perso. Gut, ich hatte auch eben gesagt, dass ich mal was zum Thema Arbeiten, was sagen wollte. Ich habe ab nächste Woche, also den 28. bis zum 9. Oktober, Praktikum, also schulische Aktivität, und da werden wahrscheinlich keine Videos folgen, wenn ich nicht allzu doll gestresst bin, weil ich bis 15 Uhr Praktikum habe. Das kann stressig werden. Also, aber ihr werdet mich halt auf ein paar Sam-Servern treffen. Am meisten auf LOM werdet ihr mich treffen können. Zum Beispiel, wie ich heute die Marvin getroffen habe. Der war da auch heute drauf. Und ja, wir sind ein bisschen rumgehüpft halt. Also, damit ihr schon mal Bescheid wisst, ab nächste Woche für 2 Wochen werden dann kaum Videos folgen. So, ich wurde für eine Sekunde gefreezed, da alle Objekte geladen werden müssen. Das war aber keine Sekunde. Das war wenn dann eine Millisekunde. Man kann auch schon sehen, hier bin ich mit meinen Standardnamen, mit dem ich immer komme, wenn ich einen Server aufnehme. Kali Opara, Ghostwriter23, Brandon, Justin Bennett, El Surprise, Amazing, It's Johnny, Finn Valero, Anna, Black Jen, Winesmith, Holzi, It's Time. So, Stadthalle. Ich beantrage mir mal einen Personalausweis. Wann sind Sie geboren? Sie ist sogar groß geschrieben. Sehr schön. Das Sie wird auch groß geschrieben, wenn man angesprochen wird. Ich wurde ja hier auch jetzt angesprochen. Männlich. Du hast nun die Formulare erfolgreich ausgefüllt. Name Basti der Gamer unterstrich RP. Geburtsdatum 24.08.2015, Jahre alt. Falls die Daten nicht stimmen, klicke auf Zurück und fülle die Formulare erneut aus. Bestätigen. Du hast den Personalausweis erfolgreich beantragt. Du kannst ihn mit Show Perso aufrufen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Personalausweis. Du darfst jetzt legal auf Westbound Real Life leben. Fahre nur zur Fahrschule und mache deinen Autoschein. Das Checkpoint-Tutorial ist damit abgeschlossen. Okay. Grundpunkt. Schöner Grund. Warte mal, ich will mal was testen. Admins. Supporter Brandon, Trial-Supporter Kali Opara und Projektleiter Ghostwriter. Und ich wundere, wieso ich in der Kameraansicht fahre. Sonst ist der Motor zu laut. Und wir fahren jetzt mal zur Fahrschule. Und dann GPS-Route wird berechnet.
Da hinten, okay. Stimmt ja, die war ja am Airport gewesen. Ey, wann hier? Kali Opara. Guten Abend. Herr Opara. Wenn er mich schon mit Herr Bastian anspricht, dann nenne ich ihn auch Herr Opara. Ah, Leon Gamer. Mache gerade Video. Server Vorstellung. Hi YouTube von Kali Opara, aka Leon Gamer. So. Was ist denn hier? Das ist Tunenwerkstatt. Gut, ja, so. Hier kann man sich also tunen. Du hast kein Auto auf dem Schlüssel. Du hast kein Auto auf dem Schlüssel. Alles klar. Dann werden wir mal jetzt mal weiterfahren zur Fahrschule. Hier fahren wir nicht hoch, aber da vorne. Ja, eine Einweisung wäre nice. Claro. Ob ich TS kommen kann? Claro. Da würde ich mal sagen, ich komme gleich wieder, wenn ich auf die TS-IP, wenn ich auf dem TS drauf bin. Bis gleich. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt mal diesmal den Kali Opara, aka Leon Gamer. Moin. Servus. Ja, er wird jetzt mir den Server etwas weiter zeigen. Jo, und halt auch weiter einweisen. Machen. So, ich glaube, ne, falsch gefahren, oder? Ne. Und hier ist die Regierung Base. Okay. Also wie auch ziemlich anderen Server wie immer. Ach ja, und als kleine Info, ich hatte ja mal vor einer Woche oder vor ein paar Wochen einen Server getestet namens DNL Real Life oder Worldplay. Eins von beiden. Ich musste das Video runternehmen oder halt auf privat stellen, weil der Inhaber des Servers ich brauchte seine Einverständniserklärung, weil er der Urheberrecht ist. Und deswegen hätte ich seine Erlaubnis gebraucht. Und hätte ich das Video jetzt einfach oben gelassen, hätte ich jetzt Stress mit. Hätte ich jetzt Stress gehabt. Und ich habe keine Lust auf eine Anzeige. Digga, wie viel haben wir gerade in Game? Momentan 13 Leute. Okay, nein, nicht wie viele Leute wie vorher. Wir haben es gerade 10 vor 12. Ja, ist ja alles okay. Okay, dann erkläre ich jetzt immer weiter. Hier ist die Stadthalle. Hier wurde selbst gemappt, wie ihr seht. Und sogar, ja. Die ist schöner als früher. Ja, ich kann dir die aber auch mal kurz zeigen, wenn du möchtest. Ich war da auch gerade drin. Hab ich schon Personalausweis besorgt. Ja, ich glaube, ich muss mir auch noch einen machen. Ich weiß nicht, guck ich schon schnell. Ne, ich hab schon einen. Also hier diese, das wurde alles, das Interieur wurde alles selber gemacht von unserer Owner. Das ist die Frau hier. Und dieser Brunnen da vorne ist auch alles selber gemacht worden. Welchen Job empfehlt ihr eigentlich als als Starterjob? Busfahrer. 6.000 pro Fahrt. Ja. Was ist das? Kredit. Karte. So, wie sehen denn die Stats aus? Ups. Ups. Stats. Okay, das müsste übersichtlich sein. Ja, das kann man auch gut bekennen. Also hier steht Alter, alles drin, komisch. Level 3, Geschlecht männlich, Alter 15. Ja. Ja, also das ist alles gut. Gefängnis seit 3 Minuten bei mir. Okay. Wir
Last Man Standing gewinnt 80k. Wollen wir da mitmachen? Hättest du Lust? Oh, keine Ahnung. 80.000 zu gewinnen. Es ist eigentlich ein Let's Test, aber man kann ja mal mitmachen. Ach komm, Go Event. Ja, ja. Das ist jetzt mal eine andere Servervorstellung, jetzt mal ein bisschen. Servervorstellung Extreme. Ja, und danach kann man ja weitermachen. Ich kann das aber auch hinten reinpacken. Ja, okay, dann zeige ich dir schnell noch hier eine Stadthalle. Da hier, das ist ja bei den ganzen anderen Server alles das LSBD wie immer, ne? Mhm. Aber das ist nicht das LSBD. Was ist es dann? Das ist das San Andreas Ordnungsdepartment. Das ist das Ordnungsamt. Hier ist die Base. Da vorne steht das Heli. Das Heli, jo. Das Heli. Warte mal, wie konnte man denn noch machen? Habt ihr nicht einen Arschchat oder so? Ja. Ja. Warte. Einmal kurz aufhängen. Ja, Tor, öffne dich. Sesam, öffne dich. Das war jetzt nur geschätzt, Digga. Dass ich wüsste, das kannst du aber nicht. Das kann ich irgendwann. Okay. Also, hier ist der Duty-Punkt. Sehr schön. Hier sind ein paar Fahrzeuge. Nur ein Abschlepper? Ja, die meisten sind alle unterwegs. Das ist Extreme. ja. Bei meinem Sultan-Mod backt das ein bisschen. Lol. Ja, ich wurde teleportiert. Achso, okay. Also das hier, das gibt's auch auf einer normalen Map. Das wurde hier selber gemappt. Okay. Sieht eigentlich ziemlich gut aus. Also das wird hier komplett selber gemappt. Dann machen wir jetzt mal hier kurz mit. Das ist immer hier im Kappa alles. So, da sind wir jetzt wieder. Wir machen mit der Vorstellung weiter. Wir haben gerade ein Event gemacht. Das wird am Ende des Videos noch hinzugefügt. Und es war knapp zwischen mir und Kali. Auf jeden Fall, Kali hatte gewonnen. Ganz knapp. Und er hat mir gerade fast die Hälfte abgegeben. Das halt sehr knapp war. Ja, Basti. Ja, bitte? Wenn du möchtest, kann ich dir sogar das Screenshot, wo wir beide die letzten auf dem Flugzeug waren, kann ich dir anschicken, dann könntest du es da reinposten oder so in das Video. Ja, kann man auch machen. Das Video geht ja auch schon fast eine halbe Stunde. Aber man muss ja... Oh, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja. Als wir das Event gemacht haben, habe ich vergessen, die Uhrzeit zu stoppen. Okay. Von daher. Das Fahrzeug ist zu. Ja, vom Server haben wir jetzt halt auch kaum was gesehen, außer Stadthalle. Ja, und Ordnungsamt. Fahrschule müsste ich noch hin, weil mir da was markiert wurde. Ja, ich komme sofort wieder. Ich will kurz Fahrzeug. Oberschenkel, Muskeln. Patriot sogar noch. Extra Luxuskarten für dich. So, also hier ist Alhambra. Jo. Wie bei ziemlich viele Servern. Das Bundesgefängnis, also Alcatraz. Ja, das kann man kurz hier reingehen, wenn du möchtest, wenn das hoffentlich funktioniert. Also ich kann da rein, kommst du da auch rein? Jeder macht das mal nicht durch Ansprechen. Ich möchte in das alte Cross. Alcatraz Anwärter Lukas. Careful,
brother, uncle. Ach, Vincent. Ich hatte gerade, das ist ein Spieler. Irgendwie ist ein Tor gerade runtergegangen, hast du es gehört? Ja. Was war das für ein Tor? Ach, das war kein User, der da lang gerannt ist. Das war ein Bot, den ich da gesehen habe. Ich weiß. Oh, ich dachte, das wäre ein User gewesen. Ja, hab ich jetzt auch gerade gedacht, aber war keiner. Wo bist du? Ah, hier ist der Alcator. Hier bin ich. Unten wieder. Ja, ich bin auch ein Atta. Ja, ich muss einmal kurz da reingehen. Ausbrechen kannst du dann hier ausbrechen eingehen. Ups, ich kann nicht mehr schreiben. Ausbrechen. Du hast kein Werkzeug. Du hast kein Werkzeug, ja. Auf jeden Fall liegen hier Schaufeln. Okay, dann soll ich dir jetzt weiteres zeigen? Ja. Alka verlassen. So. Hier geht's jetzt mal weiter. Fahr mal zur Fahrschule bitte. Ja, das kann ich machen. Aber ich dachte, du müsstest deine Dinge sogar schon haben. Deinen Führerschein. Nee, ich mach gerne Fahrprüfung in einem Letztest immer gerne. Ja, also du hast ihn schon durch deinen Startbonus bekommen. Weil heute die Eröffnung war. Wir hatten direkt schon 50 Leute drauf gehabt. Die bis jetzt gerade noch drauf waren. Die meisten mussten alle offline gehen. Ich glaube, Zeger kommt morgen die... Führerschein Arten. Bestanden. 0 von 10 Punkte. Aber trotzdem kann man ja mal zur Fahrschule. Ja. Wenn du sogar möchtest, kann ich dir sogar kurz auch die Tür aufmachen. Hallo. Ja, Branden. Also das ist mein Kollege, Branden. Okay. Also nein, wir machen gerade Einweisung, weißt du? Ja, ist kein Ding. Ich bin gerade... Nur ein bisschen mad drauf, weißt du, weil Mister, ich bin Projektleiter, mache aber nichts. Ja, da bin ich jetzt. Wie ging nochmal die Fahrschultür auf? Kannst du nicht. Geht nicht, ne? Ne. Ach, scheiße. Warte mal, vielleicht. Ach, scheiße, geht nicht. sonst hätte ich mich da hochgeschmissen, aber ging nicht. Hätte sich entweder unters Tor stellen können und dann das machen, was du eben machen wolltest. Wenn du unterm dich, Tor? Ja, unterm Tor, damit du halt direkt oben bist. Geht nicht, ich springe. Nein, du musst genau unter dem Tor sein, dass du dann auf dem Dach landen kannst, wenn du dich da hochpackst. Kannst du einfach gleich fly machen. Ja, und jetzt hochbauen. Jo, bin auch drin. Warte, ich zeig dir die kurz. Wollt schon sagen. Geht hier? Ich glaub nicht. Geht hier. Er lief 15. Oh fuck, jetzt kann ich dich nicht Ja, deswegen meinte ich gerade. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja, also Fahrschule kannst du leider nicht sehen. Schade. Aber nur von außen. Von außen leider. Aber hier siehst du die Sanktion ein bisschen. Also es werden sehr viele neue Fahrzeuge gespawnt werden. Wir könnten hier rüberspringen, aber ich weiß nicht, ob wir dann wieder rauskommen. Nein. Da ist ein Tor. Was könntest du mir denn noch zeigen? Das LSPD? Ja, das könnte ich dir zeigen, das ist passend. Und dann zeige ich dir die Army Base und dann. Jo, aus der Habt ihr den Sultan? Nein, Patriot. Ja, warte, ich will mal gleich mitfahren. Das ist hier komisch. Ja, Puenten, okay. Ich begrüße dich dann mal recht herzlich in der Aufnahme, ne? Jo, danke für gleichfalls. Ach komm, bitte, wenn nicht. Egal. Ist nicht schlimm. Wären lieber. Kaboom. Da vorne steht ja unser anderer Fahrzeug, man weiß ja. Für mich irgendwie gemobbt. Warum? Habe ich keinen Account mehr? Bei mir war es auch irgendwie gewesen, ich habe mein Passwort eingegeben und ich musste dann irgendwie doch ein anderes Passwort nehmen. Oh ne, ich bin mit einem anderen Namen gemeint. Nein, es sind alle Accounts resettet über Nacht. Mein Account war auch nicht mehr da. Nein, ich bin gerade wirklich mit einem anderen Namen gemeint. Ich will mal hoffen, dass ich daran gedacht habe, wenn das Video halt oben ist, dass ich mein Passwort abgedeckt habe.
Sonst habe ich wieder dasselbe Problem wie bei einem anderen Video, wo ich vergessen hatte, mein Passwort abzudecken. Sind jetzt bestimmt immer das gleiche Passwort auf jeden Server, oder? Ja. Ich habe das Video ganz schnell runtergenommen und habe das dann abgedeckt. Das hat es zum Glück noch wenige Aufrufe gehabt. Hat ich auf LVD erstmal connect. Nee, da habe ich das anderes Passwort, weil ich da gehackt wurde. Ja, ich weiß. Kannst du stehen? Wer ich? Ja. Ja, ja. Ein Brandon mit einem großen N. Ja. Ich sitz vorne. Hallo, noch Bernhard. Ich sitz vorne. So. Ihr kennt euch hier besser aus, ihr müsst auch ein bisschen mehr reden. Ja, ja, also hier ist die Training Space. Also auch extra gemobbt, wollte ich schon dann gemappt. Und Packops, ja, hol rum, Alter. Ich kann es dir auch mal gerne zeigen, wenn du möchtest. Klar. Also hier kannst du den Heli parken, dann fliegst du hier oben rein. Dieses Haus gehört den News Reporter. Wie bist du da jetzt reingekommen? Und wie komme ich jetzt raus? Oh Gott. Er weiß, wie es reingeht, aber weiß nicht mehr, wie es rausgeht. Ja, mit dem Admin-Befehl bin ich reingegangen. Nein, gar nicht. Kann ich nicht mit dem Kopf-Befehl. Soll ich aufbrechen? Nein, soll ich raum. Okay, doch. Wollte ich als nächstes sagen. Oh Gott. Ah, muss Mutter stören. Okay, fahren wir kurz dahin. A surprise. So gedrückt. Oh Mann, er hat einen Command eingegeben. Ja, das ist das geschafft. Also das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Police Department. Jetzt wird auch alles selber gemerkt, wenn man noch sieht. Also hier ist dann das LSPD. Okay. Keine Ahnung, wo die ganzen Fahrzeuge zurzeit sind. Also hier spawnst du. Und dann musst du da immer... Hieß der Leader. Oh, Justin Bennett, den kenne ich auch noch. Geh mal rein, kannst du reingehen? Vielleicht. Hey, du bist kein Polizist. Nein. Du bist kein Kopf oder nicht anschließend. So. Also wenn Justin mir jetzt Wanted gibt, ne? Nein, nichts, passiert nichts. Dann kriege ich dir wieder. Weil ihr supportet mich ja gerade. Ja, ja, das kann ja eh nichts machen. Und weil Brandon sowieso gerade im Support-Modus war? Wir sind ja beide im A-Dienst. Okay, das war dann das LSPD. Was möchtest du sonst noch so gerne sehen? Wolltest du mir nicht die Army Base zeigen? Ach ja, stimmt. Mach's nicht, go to LV. Ist schnell. Geht nicht. Doch, geht. Nein, ja, ich kann das nicht. Warte. Gib hier dich zu mir. ID. Alles gleich, go to. Ja, ID. Also, 20. Also jetzt in mein LV. Jetzt kommt noch, glaube ich, Ghost Rider, unser Projektleiter. Okay. XJ kenn ich auch noch von früher, als der Server mal an war. Im April 2015 war es, glaube ich. Okay. Da war der Server einmal offen. Wer diesen hier? Ja. User joined your channel. Ghost? Ja. Wir sind gerade an der Anweisung, heißt, dass du Bescheid weißt. Du bist auch ja.
Könnten wir bitte zusammen was klären, was wirklich wichtig wäre? Ja, kann man machen. Fahr weiter, ich hab... Ja, ja. Okay, also ich geh dann selber schnell weg. Das kannst du aber dann so, das brauchst du aber nicht reinschreiben oder so, ne? Ah, ja. Okay, ich fahr kurz zu der Army Base, dann zeige ich dir die Army. Warte. Gerade an... Einweisung geht gerade schlecht. Wird das Stadion hier für irgendwas Bestimmtes genutzt? Das Stadion hier? Ja, das benutzen wir zwischen diesem Derby und so. Ah, okay. Also für diesen Derby-Event und so. Also ich bin mal ganz ehrlich, das ist der erste deutsche Sams-Server, den ich gesehen habe, mit einer Carball-Arena und mit der anderen Lobby da, wie die nochmal hieß. Wo bist du hier? Okay. Ja, warte, ich hab die Lobby gerade Crash. Okay, wieder da. Der Besitzer des brennenden Hauses ist der Niemand. Bester Text ever. Der ist mal upscreen. Ich wollte gerade sagen, da rennt wer, weil es im ersten Moment so aussah. Aber das war nur ein Schild gewesen. Das war nur dieses Schild da. Ja. Mach mal kurz die Army-Tour auf. Ach, ey, Surprise. Ich hab mehr von dir erwartet. Ja, würde ich mal sagen, nachdem du mir die Ambass gezeigt hast, würde ich mal sagen, dass es denn mit der Aufnahme dann ein Ende hat. Ja. Weil ich auch langsam ins Bett möchte. Ja, ich auch, Alter. Stressiger Tag heute und naja, wir haben es auch schon 11:45. Die Uhrzeit Dome ist falsch. Wahrscheinlich schon um Dinge 10 ins Bett gehen. Wie schon am Anfang des Videos erläutert, dass die Uhrzeit oben falsch war. Ja, das hier glaube ich das morgen geändert, wenn ich das mal gesagt habe. Also für diejenigen, die den Server schon getestet habe, ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, dass ich euren Server nochmal testen soll, wenn ihr irgendwas Neues eingefügt habt. Oder halt irgendwie ein neues Skript oder halt so. Oder ihr könnt mir auch schreiben, dass ich euren Server testen soll. Mit IP bitte. Ansonsten weiß ich nicht, wie euer Server heißt, dann kann ich den nicht aufnehmen. Sowas gab es auch schon unter irgendeinem Video. Da hat jemand mich gefragt, ob ich den Server testen könnte. Er hat mir die IP aber gar nicht geschrieben, habe nachgefragt und noch keine Antwort bekommen. Von daher. So, jetzt kannst du weiterreden. Okay, ja. Was gibt's denn noch so zu sehen? Ja, wie die Army Base hier aufgebaut ist, wo was ist. Achso, ja. Jo, stimmt ja, wollte ich auch noch zeigen. Ich hätte echt nichts vor der Aufnahme essen sollen, ey. Ich stoße die ganze Zeit nur noch auf. Ich will mal hoffen, dass man das in dem Video nicht allzu doll hört. Also da vorne ist dieses große Jet, wie du siehst. Ja. Also das einzige Fahrzeug, was da zur Zeit ist. Okay. Weil die Hydro wurden uns weggenommen. Glaube ich jedenfalls, ob überhaupt dann war. Also ich war die ganze SEPD wieder. Aber ich habe dann gekündigt. Und
kann, weil ich eigentlich also Zivilist sein, aber es macht überhaupt gar keinen Spaß, als jetzt der Zivilist. Bin ich immer so einer, der so gerne in Fraktionen geht, so Staatsfraktion mäßig und so. Okay. Deshalb. Und man kann auch wirklich, wenn man zu viel Staatsfraktion hat, kann man wirklich mal so 2 Monate mindestens einfach nur Zivilist sein. Schadet auch niemanden. Also sozusagen als Urlaub. Ja, das kann man als Urlaub nehmen, ja. Und dann nach 2 Monaten oder halt früher kriegst du dann deinen Posten wieder. Oder wie? Nein, weiß ich nicht. Also ich glaube, dann kündigst du. Weil wenn das ein Urlaub sein sollte, dann müsstest du auch den Rang wieder kriegen. Okay, komm. Also ich habe mir die Arme bis auch noch nicht selber. Ich bin erst heute Mittag erst hier drinnen. Oder heute Abend, kann man auch erst sagen. Okay. Also, hier sind dann die große Trucks. Und wir können ja mal an. Bei mir hängt gerade auch wie die Zeit. Aber auf jeden Fall, die Zeit läuft jetzt weiter. Okay. Ich hatte schon Angst gehabt, dass ich jetzt ein Timeout bekomme mitten in der Aufnahme. Wenn man davon spricht, dann passiert es auch. War irgendwie klar. Mann. Da erwähnt man das einmal und schon kriegt man ein Timeout. Ich bin verflucht. Ich bin heute nur verflucht gewesen. Ich erwähne nur einmal das Wort Timeout. Connection lost. Und verliere sofort die Verbindung. Gott. Warum? Warum tust du mir das an? Warum nur? Warum? Connected. Gott. Also auf jeden Fall. Kommen wir mal zur Bewertung. Da ist gerade dieser You are banned from the server bug. Ich müsste gleich mal mein Internet. You were moved. Ja. Basti! Ja. Oh, Musikbot. Gott. Oh, warte. Bitte Maus, Mann, danke. Leon. Ja, mein Schatz. Da erwähnt man mal kurz Timeout, ja, und schon mal Timeout. Ich habe mich jetzt ein bisschen aufgeregt. Ich fand das mal ab die Army Base und die Vorstellung von Westbound Real Life. Kommen wir mal zur Bewertung. Das Admin-Team. Admin-Team konnte ich Kali kennenlernen, also Leon. Die Einweisung hat mir auch sehr gut gefallen. Danke. Und das Admin-Team kann ich nicht komplett kennenlernen. Also konnte ich nicht komplett kennenlernen. Deswegen würde ich dem Admin-Team jetzt nur jetzt mal gewisse 4 von 10 Punkten geben. Die Community scheint eine recht nette Community zu sein. Gebe ich mal 7 von 10 Punkten. Weil auch wegen dem Event, wohin? Ja. Admin-Team, Community, Skript. Ist ein Selfmade-Skript, kennt man schon. Also früher wurde behauptet im April, dass es das alte Southside-Wallplay-Skript wäre. Nein, das ist es nicht. Was ich aber nicht geglaubt habe. Nee, ich weiß das. Ich bin richtig mit ins Skript und ich weiß, welches Skript das ist. Ja, also auf jeden Fall, Selfmade-Skript gefällt mir schon sehr doll. Also Skript würde ich jetzt mal wirklich mal 9 von 10 Punkten geben. Da waren ein paar kleine bemängelnde Sachen. Zum Beispiel Rechtschreibfehler und so alles. Zum Beispiel direkt am Tutorial nutzte. Also, oder halt alles weitere kann man ja halt im Video sehen, was da alles so falsch geschrieben war.
Und sind Server jetzt allgemein, würde ich jetzt mal 7 von 10 Punkten geben. Also das kannst du Xshake und Ghostwriter mal sagen. Ja, das kann ich schon weitersehen, Also meine. auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Servertest wieder oder halt beim nächsten Mal. Ciao. Ciao,